Es war einmal am 28. September 1997, als ein junger Adretta-Moderator die Erfolgsgeschichte von Bingo einläutete. Wenn Sie ganz still sind an Ihren Fernsehgeräten, hören Sie mein Herz klopfen. Es war gemütlich bei uns im alten Messestudio. Das Bingo-Los war noch 3 Seiten lang und an einer Kabelhilfe im Bild störte sich auch niemand. Die Preise kamen aus der Box und die ersten Glückspilze drehten noch am Rad. Dann begab es sich, dass unser Bingo-Bär eine Bärin, eine Nikoläusin an seine Seite bekam. Nein, es war Monika Walden, die unser Herz im Dezember 1998 im Sturm eroberte. Eines Tages rumpelte und pumpelte es bei uns. Guck mal, Micha, schauen wir mal. Das ist das neue Studio. Echt schick, ne? Denn Bingo zog um. Ganz herzlich willkommen. Aus Bingo-Lotto wurde Bingo die Umweltlotterie. Und 5 Kandidaten zogen mit ein ins Bingo-Schloss. Unser Bunker brachte aber nicht nur die Kandidaten aus dem Konzept. So, ich hoffe, ich gefalle Ihnen. Nein, nicht ich gefalle Ihnen. Ja, das auch. Ja. Und niemand konnte so schön die Punkte verteilen wie unsere Assistentin. Bei uns ist so viel Neues. Wir haben ein neues Studio, wir haben neue Spiele heute. Das gute alte Glücksrad wurde nämlich wieder neu aufgelegt. Und Königin Moni reichte nach 16 Jahren ihre Krone dann an Ann-Kathrin Schröder weiter. Aloha und herzlich willkommen bei Bingo. Aus dem Joker wurde das Risiko. Paaren sich die tagsüber, das wäre Lösung A, oder nachts? Also ich mach's ja lieber nachts, aber ich glaube... Und das Duell. Müssen Sie sich erst mal duellieren. Ach mit du Scheiße. Ja, ne. Günther. Dann übergab Ann-Kathrin ihr Zepter. Danke. Fällt uns allen schwer. Och, mein Lieber. An Jule, die unsere Bingo-Familie seitdem bereichert. Von Oana Sonic. Jule? Ja? Entschuldigung, diese Firma heißt nicht Oana Sonic. Ich habe mich vertippt, das heißt Panasonic. Aber ah, das Panasonic. Ist mein Fehler, Entschuldigung. Oh. So. Ich kann nicht mehr. Was? Ich kann auch nicht mehr, ne. Wir können noch eine ganze Menge. Der Honigtopf wird nicht unser letzter Streich gewesen sein. Und wenn Sie, liebe Bingo-Fans, uns weiter so treu bleiben, dann sehen wir uns bestimmt zum nächsten Jubiläum wieder. Und wenn wir alle ganz genau hinhören. In meiner allerletzten Bingo-Sendung, wann immer die auch sein wird, erzähle ich die Geschichte zu B12. Oh. Weil wenn ich sie vorher erzählen würde, wäre es schon vorher meine letzte Bingo-Sendung, glaube ich. Wir sind gespannt.